Bereits lange vor der Gründung eines Nationalteams hatte der Frauenfußball in Österreich Tradition. Die Anfänge liegen in den 1920er Jahren. 1924 gründete sich der erste Wiener Damenfußballverein Diana. Die Euphorie der ersten Meisterschaften 1935 und 36 wurden spätestens durch die Annexion Österreichs 1938 gebremst. In den 50er Jahren verbietet der ÖFB Frauenfußball aus moralischen Gründen. Erst Ende der 60er nahm der Sport durch die Bemühungen einzelner Funktionäre wieder langsam an Fahrt auf, erinnert sich der ehemalige Generaldirektor des ÖFB, Alfred Ludwig. Ja, das war eine Pionierzeit. Das waren beschränkt auf lokale Clubs. Es gab zum Beispiel in Wien Union Landhaus und ähnliche Clubs, die haben eigentlich den Frauenfußball geprägt, und da war ein Pionier, den es ja heute noch gibt, das ist der Gerhard Draxler gewesen, der dann in dieser Zeit um die Anerkennung und um die Beachtung dieses Sports so gekämpft hat, aber nie die, heute wissen wir das, nicht die wirkliche Unterstützung bekommen hat. Union Landhaus wurde 1971 als erste Frauenmannschaft in den Wiener Fußballverband aufgenommen. Kurze Zeit später fand unter dem Dach des WFV die erste Bundesliga-Saison statt. 1982 übernahm schlussendlich der ÖFB die Obhut über die höchste Spielklasse und nahm sich langsam dem Frauenfußball an. Das hat die finanzielle Seite eine Rolle gespielt, es war zu wenig Geld da, und die personelle sowieso. Es war damals undenkbar, im ÖFB Angestellte für Frauenfußball abzustellen oder sich direkt, was wahrscheinlich das Klügste gewesen wäre, um den Bewerb zu kümmern österreichweit und dort versuchen, das zu vermarkten. Das ist dann viel später erst passiert. Aber diese Phase war, möchte ich so sagen, die Urphase des Frauenfußballs mit einem Pionier, der Gott sei Dank nie müde wurde, das zu propagieren, was letztlich heute daraus geworden ist. Und das geht deutlich auf ihn zurück. Vor allem in den frühen Jahren musste der Frauenfußball um die öffentliche Wertschätzung kämpfen. Also die sich damit beschäftigt haben, sprich Eltern, Betreuer, Vereine, Angehörige der Vereine, die auch eine Frauensektion hatten, zum Beispiel Landhaus hat ja auch eine Männersektion. Dort, wo man das kannte, war der Respekt schon da und die Anerkennung, dass daraus sicher was werden wird. Belächelt ist es worden aus der reinen Männerzuschauerwelt. Ein bisschen ein Macho-Gehabe, das wird nie was, das ist eine andere Sportart. Ist nicht so, hat man heute ganz deutlich gesehen, entwickelt sich genauso, etwas langsamer vielleicht, aber genau in dieselbe Richtung wie die Herren. Gegen Ende der 80er wurden die Bemühungen des ÖFB intensiver. Der Frauenfußball bekam einen Funktionär. Mit dem Steirer Sepp Pösinger wurde erstmals ein Frauenfußballreferent installiert. Die Folge? Stellenwert und vor allem Druck. Druck nach eigenem Budget, Druck nach eigener Struktur. Also der Sepp Pösinger war wirklich eine Ikone des Frauenfußballs unter den ÖFB-Funktionären, der damals versucht hat, schon wachzurütteln, dass Frauenfußball große Zukunft haben wird, und es nicht leicht hatte. Denn wenn Pösinger im ÖFB-Präsidium mit seinem Bart für Frauenfußball gekommen ist, dann haben vielleicht manche Funktionäre sogar geistig weggeklappt. Aber Pösinger war ein Unentwegter, man kann sagen erfüllt, von der Mission, den Frauenfußball in Österreich salonfähig, akzeptiert und erfolgreich zu machen. Pösinger war es zu verdanken, dass auch andere Funktionäre wie der Wiener Kurt Ehrenberger dem Frauenfußball mehr und mehr Beachtung schenkten und dessen Potenzial erkannten. Der Damenfußball hat ein bisschen in den letzten Jahren ein Schattendasein geführt, hat aber der Österreichische Fußballbund in der letzten Sitzung des Bundesvorstands bereits beschlossen, auch der Damenfußball eine offizielle Stellung im Rahmen des österreichischen Fußballs einnehmen wird.
der Damenfußball wird auch in Zukunft Länderspiele durchführen und wir hoffen, dass dadurch auch der Damenfußball einen Wert gewinnen wird. Die Gründung des Nationalteams im Jahr 1990 war ein Meilenstein für den österreichischen Frauenfußball. Eine Aufbruchstimmung machte sich aber zunächst noch nicht breit. Von Aufbruch darf man hier nicht sprechen, weil ich glaube, dass das gleich der erste Fehler war, den man begehen konnte, wo wir aber viel später erst drauf gekommen sind. Es war eine riesige Begeisterung. Man hat gesagt, da tun wir jetzt was, jetzt machen wir was. Aber es haben die Inhalte gefehlt, die man von Insidern bekommt. Die hat es nicht in dem Umfang gegeben, aber es hat dazu geführt, dass in den Folgejahren Leute wie Peter Leitl, Lizenztrainer, Angestellter des ÖFB, der ist vom Wienerverband geholt worden, der hat gebracht, die Evelyn Leitner, die erste ausgebildete Frauentrainerin, die auch im LAZ der Austria gearbeitet hat, zum Beispiel eine Zeit lang. Und plötzlich war auch eine Frau im Geschehen. Beim ersten Länderspiel im Sommer 1990 betreute der damalige Nachwuchstrainer Peter Leitl die ÖFB-Auswahl. Ihm wurden später auch offiziell die Teamchefagenten übergeben. Ein wichtiger Schritt für das Nationalteam. Der erste Job, den ich bekommen habe, war ja U17-18 Nationaltrainer bei den Burschen. Und dann hat man eigentlich gesagt, also wir müssen noch irgendwas dazugeben in seiner Tätigkeit. Das geht sich zeitmäßig aus. Und dann hat man auf einmal gesagt, magst du die Nationalmannschaft der Frauen in Zukunft? Du kannst also da alles probieren. Ja, wir haben dann also wirklich von der ersten Sekunde an begonnen, ein Team auf die Beine zu stellen. Das heißt, wir waren sehr viel unterwegs. Also wir haben wirklich, sage ich jetzt einmal, ziemlich bei Null begonnen. Er hat den Mut gehabt, das zu übernehmen und daraus engagiert was zu machen. An Leitls Seite schon damals Lebensgefährtin Eveline Leitner, die erste weibliche Lizenztrainerin. Im historischen ersten Länderspiel stand die künftige Assistenztrainerin noch als Spielerin auf dem Platz. Für mich war es was ganz Besonderes, weil ich habe doch schon sehr, sehr lange vorher schon Fußball gespielt und habe auch internationale Spiele bestritten, halt nicht als Nationalmannschaft, sondern nur als Auswahl von Österreich oder wie auch immer man das nennen wollte. Und wir haben doch sehr lange Zeit darum gekämpft, um Anerkennung beim Wiener Fußballverband, beim ÖFB. Und das hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis es dann soweit war. Und das war natürlich endlich eine Genugtuung für uns, dass wir das, was wir bis dorthin gemacht haben, eigentlich nicht umsonst war, sondern dass wir endlich was erreicht haben. Und das war ganz toll. Die Kaderzusammenstellung erfolgte durch Scouting und den regen Austausch mit Trainerkollegen. Im ersten Aufgebot standen ausschließlich Spielerinnen aus der heimischen Liga. Unter anderem auch die beiden Oberösterreicherinnen Gerti Stallinger und Rosi Wimmer von Union Kleinmünchen, dem seit 1980 bestehenden ersten reinen Frauenfußballverein in Österreich. Das erste Länderspiel war für mich schon ganz was Besonderes. Ich habe noch nicht so lange im Verein gespielt, aber Kleinmünchen nicht. Und dann hat man eben das Sichtungstraining gehabt und da war ich schon sehr, sehr nervös, werde ich dabei sein oder werde ich nicht dabei sein. Und wie ich dann dabei gewesen bin, das war für mich natürlich schon eine sehr, sehr große Ehre. Wie war es bei uns? Man ist mit Brüdern, Nachbarskindern aufgewachsen, ist dort zum Fußball gekommen und hat das dann irgendwo ja, weitergeführt und ist vielleicht zufällig entdeckt worden. Und so ist man überhaupt in diese Maschinerie hineingekommen. Meine Erinnerung daran ist einmal die Freude, im Team spielen zu dürfen. Das war ganz was Besonderes. So etwas hat man ja nur von den Männern gekannt. Und jetzt darf ich, die Rosi Wemmer, auch das Land Österreich vertreten. Es war einfach das Erlebnis, ein Länderspiel absolvieren zu dürfen, das mir da ewig in Erinnerung bleiben wird. Neben einer Wiener und Oberösterreichischen gab es im ersten Kader des Frauennationalteams vor allem auch eine steirische Abordnung, angeführt von Christa Zötsch, der routinierten Spielerin vom ersten DFC Leoben. 76 habe ich angefangen in Leoben. Und von dort weg immer gespielt und dann habe ich Wiener Auswahl gespielt, steirische Auswahl gespielt, also eigentlich einmal alles durchgemacht bis zum Länderspiel.
Die heute als Funktionärin in Trofeiach tätige Stürmerin hat nur noch ein paar wenige Erinnerungen an die Länderspielpremiere. Ja, eigentlich, dass es für uns ein Neuland war, dass wir Erfahrung gesammelt haben. Uns war es schön, ganz was Neues. Ein Neuland, sagen wir so. Wir sind einfach mit dem Zug nach, was haben wir hingefahren, Basel, glaube ich, nach Basel. Und von dort dann mit dem Bus am Spurplatz oder ins Quartier. Ja, und das war's. Wir haben so eine richtige Vorbereitung, außer dass man das Geld worden ist, nicht? Das ist klar. Vor jedem Spiel. Masseur. Und ganz einfach, sagen wir. Nicht so profimäßig wie jetzt. Hätte man es gar nicht leisten können. Also hat ja jeder gearbeitet. Und das war eine Erwartung unter den Mädchen. Das kann man gar nicht vergleichen mit der Zeit vorher. Also ich glaube, dass das etwas ganz Besonderes war. Das zeigt auch das Foto, was da gibt in der Kronenzeitung, wo also beim Fenster rausgeschaut wird und alle Hallo und haben sich irrsinnig gefreut darüber, dass endlich einmal was geschieht hier in Österreich mit den Frauen. Am 25. August 1990 war es dann endlich soweit. In Richterswil in der Schweiz, rund 30 Kilometer südlich von Zürich, ging vor den Augen von rund 2000 Zuschauern das erste offizielle Länderspiel des ÖFB-Frauennationalteams über die Bühne. Man erkennt die Kolleginnen wieder, auch die Herrschaften vom ÖFB, die man jetzt schon ewig nicht mehr gesehen hat. Und es ist einfach eine wunderschöne Erinnerung. Ja, super. Das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man die Bundesstimme hört. Also an Spielszenen selbst kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Aber nur eben das Gefühl, da wird die Hymne gespielt und man steht draußen natürlich voll Adrenalin, aber auch Nervosität. Und dann geht es endlich los. Das sind so Momente, die man dann, oder ich zumindest öfters erfahren durfte, aber die einfach in Erinnerung bleiben. Also mir geht durch den Kopf die Bundeshymne. Also das war schon was ganz Besonderes, wenn man da steht und das Land Österreich dort vertritt und sich dessen auch bewusst wird. Also das ist das, was mir durch den Kopf geht. Und dass wir da, glaube ich, bis zum Letzten gekämpft haben und alles gegeben haben, immer am nächsten Tag nicht mehr rühren können. Und das, was die ÖFM sagt, ist dann natürlich, wenn du die Bundeshymne hörst, da stellen sie die Haare auf. Nicht? Und das war bei den Mädchen auch dort. Dann gesehen, wenn sie so geschaut haben und das so im Kopf unten und die Hände und da so. Aber dann, wie das Spiel begonnen hat, eigentlich, hat man gesehen, wir probieren alles. Haben dann neidlos anerkennen müssen, dass das an den Tag nicht geholfen hat, dass man nur mit Wille ans Werk gehen, sondern da hat vieles noch gefehlt. In allen Bereichen, ob es jetzt technisch war oder läuferisch, Kondition natürlich, weil wir waren nicht da zusammengehört für die Mannschaft, nicht? Obwohl wir zuerst Wiener Auswahl gespielt haben, aber trotzdem, wir haben ja nicht so oft gespielt. Vielleicht auch zweimal im Jahr. Das kann man nicht vergleichen mit der heimischen Liga. Wir waren zwar, sagen wir mal, die besten Spielerinnen von Österreich zusammen und die waren nicht schlecht. Die waren technisch gut. Das Einzige, was uns total gefehlt hat, war eben die Kondition. Also die Laufbereitschaft ohne Ball, also das war nicht vorhanden. Das hat man auch in der heimischen Meisterschaft nicht trainiert oder nicht vorzeigen müssen. Ich habe eher analysiert das ganze Match über. Ich war nicht viel hineingeschrien auf die Mädchen, also weil ich gesagt habe, es ist ja sinnlos, da großartig hineinzuschreien, wann ganz einfach die Schweiz, jede Spielerin ist dreimal so schnell gewesen wie unsere Spielerinnen. Nicht? Und einmal, wenn du einen Gegner hast, wo die Schnelligkeit also ein wesentlicher Punkt ist und du kannst nicht dagegen halten, dann kommst du in die Zweikämpfe nicht. Die Österreicherinnen unterlagen schlussendlich nach zweimal 40 Minuten mit 1:5. Geschichte wurde trotzdem geschrieben. Es war schwierig, wir haben dagegen gehalten. Wir haben versucht, über den Zweikampf
uns Vorteile zu verschaffen, aber wie gesagt, es hat nicht gereicht. Gefreut hat uns, dass unser Tor gelungen ist. Der Premierentreffer von Christa Zötsch ist heute nur noch den wenigsten in Erinnerung. An und für sich merke man das schon, aber dieses eigentlich nicht. Aber die Torschützin selbst hat ihren historischen Treffer natürlich nicht vergessen. Ich weiß nicht, wenn der Pass gekommen ist, wenn, dann muss es wahrscheinlich von der linken Seite gekommen sein, mit dem rechten Fuß geschossen habe. In die Laube. Das Trainerteam hat es nicht überrascht, dass ausgerechnet die Steirerin für das erste Tor sorgte. Die Zötsch Christa war, glaube ich, eine sehr schnelle Spielerin. Da haben wir immer Probleme gehabt, sie zu halten. Und auch der Wille, durch in den Strafraum rein und ein Tor zu erzielen, das war ganz, ganz, eine ganz tolle Spielerin. Die Zötsch war vorne unterwegs, sie war schon ein bisschen routiniertere Spielerin als die anderen. Die war also immer anspielbar, sage ich jetzt einmal. Obwohl ihr Treffer schlussendlich zu wenig war, um gleich im ersten Länderspiel anzuschreiben. Die Erfahrung will Christa Zötsch, die insgesamt 3 Länderspiele bestreitet, nicht missen. Und das war schon eine Top-Sache. Also wahrscheinlich, aber das könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, was damals war. Das muss man mal alles miterleben. Aber wir waren sowieso eine Truppe, wo wir immer einen Spaß gehabt haben. Uns hat es nichts anderes gegeben. Ob wir jetzt verloren haben oder gewonnen haben. Unabhängig vom Ergebnis war klar, dass das Frauennationalteam so schnell nicht mehr von der Bildfläche verschwinden würde. Es ist eines der Elemente jetzt geschafft, auch wenn das Resultat nicht passt. Wir haben eine Nationalmannschaft, sie spielt, und im Wesentlichen war der Gegner wahrscheinlich für diesen Augenblick ein zu starker. Die sind ja bis heute noch gut, die Schweiz. Aber es war wichtig, nach außen zu zeigen, es gibt uns. Und dann in Folge den Spielplan so zu gestalten, dass der Peter Leitl immer mehr Spiele bekam und dann auch letztlich ein kontinuierlicher Spielplan für die Frauen entstanden ist. Für das erste Länderspiel war es ganz einfach eine Nummer zu groß. Eine Standortbestimmung. Ja, Standort, genau. Nach der Standortbestimmung sollte es dann bis zum nächsten offiziellen Länderspiel fast 14 Monate dauern. Das war aber ganz bewusst so, weil wir gesagt haben, wir müssen einmal die Defizite abbauen und dann können wir drüber reden, ob wir wieder ein Länderspiel machen. Am 9. Oktober 1991 gastierten die Ungarinnen beim allerersten Heimspiel der ÖFB-Frauen überhaupt im Wiener Praterstadion. Das Betreten des heiligen Rasens im Praterstadion, das vergisst man nicht. Dieses Oval, dieses monströse Oval, und da zu spielen, das war Gänsehaut pur. Und es waren doch schon einige Zuschauer im Stadion, als auch wir gespielt haben. Daran kann ich mich erinnern. Das Praterstadion kannten die Spielerinnen zuvor, jedenfalls nur aus der Zuschauerperspektive. Das ist schon was Schönes. Weil nur von der Tribüne oberschauen, ist auch nicht das Wahre. Untenstein ist viel schöner. Zu einem Sieg reichte es trotz starker Leistung nicht. Obwohl die Österreicherinnen die ein oder andere gute Chance verbuchten, behielten die Ungarinnen gegen die in dieser Zeit insgesamt 3-mal von Paul Kludowatz betreuten Österreicherinnen mit 3:0 die Oberhand. Vor allem in der zweiten Spielhälfte zeigten die Nachbarinnen ihre ganze Klasse. Für Österreich war es insgesamt kein guter Fußballabend, denn auch das direkt im Anschluss spielende Nationalteam der Männer unterlag Dänemark mit 0:3. Spiele im Praterstadion blieben aber eher die Ausnahme. Aus den Bundesländern meldeten sich nach und nach mehr Vereine, die ein Heimspiel des Frauennationalteams austragen wollten. Es hat sehr viel Interesse aus den Bundesländern gegeben, solche Spiele zu bekommen. Das, was wir gesucht haben, war vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, was man auch jetzt tut, international, es nicht in die Tempel zu bringen. Ich kann nicht im Happelstadion ein Frauenländerspiel vor 50.000 Zuschauern machen, die nicht da sind. Wir haben gesagt, wir suchen kleine Stadien mit Sitzplätzen, gedeckten Tribünen, Flutlicht, wo eine Atmosphäre entstehen könnte und wo das Hinterland, Schulen, Mädchen etc. es hergibt, dass vielleicht dort mehr Zuschauer kommen als normal. Auch wenn der Anfang schwer war, nach den Niederlagen in der Schweiz und gegen Ungarn, wurden die Trainings häufiger und die Leistungen besser.
man hat sich nicht von Anfang an nicht Ergebnisse erwarten können. Wir haben nicht viel miteinander trainiert. Wir sind einmal kurz auf ein Trainingslager zusammengekommen für 1-2 Tage. Und dann hat man gleich gespielt. Und untereinander hat man sich ja auch nicht gekannt. Also ist im Großen und Ganzen ernährt man sich von kleinen Schritten. Und das war damals einfach so, dass man froh war, offiziell anerkannt zu werden, dass man endlich einmal Spiele machen hat können. Und das war schon wichtig, dass man das einmal gemacht hat. Wir haben dann wirklich professionell angefangen. Wir haben Untersuchungen mit den Mädchen und Frauen gemacht. Wir haben Laktatuntersuchungen, Harnuntersuchungen gemacht. Wir haben eigene Trainer engagiert dann für das Techniktraining. Also wirklich so wie heute eigentlich nach vielen Jahren das zum Standard gehört, haben wir damals begonnen. Das war ein riesiger Zeitaufwand. In dieser Zeit stieß mit Elke Scholkmeier eine Stürmerin aus Vorarlberg in den Teamkader von Peter Leitl. Welches jetzt genau das erste Spiel und wo war, das weiß ich nicht. Ich weiß zwar noch, wo ich die Einberufung gekriegt habe. Damals hat man das noch bei Post gekriegt und der ÖFB-Stempel drauf war oder so, dass ich da sehr nervös war und Gänsehaut-Feeling und ja, dass es schon ein sehr emotionaler Moment war. Aber welches Spiel und wo das stattgefunden hat, weiß ich jetzt noch mal. Wir helfen gerne nach. Es war der 17. November 1991 beim ersten Punktgewinn des Nationalteams überhaupt. Ein 1:1 in der Tschechoslowakei. Und dein erstes Länderspieltor, Elke Scholkmeier? Aus Ungarn, okay. Haben wir 1:0 gewonnen? Ja. Ah, super klasse. Am 11. September 1993, es war das insgesamt 7. Länderspiel des Frauennationalteams, klappte es erstmals mit einem Sieg. Die Leitl-Elf gewann in Pandorf gegen Ungarn mit 1:0. Das Tor erzielte Elke Scholkmeier in der 75. Spielminute und der Jubel kannte keine Grenzen. Das habe ich in Erinnerung. Von der Flanke, von der Seite, glaube ich, war das. Und ich weiß nicht, ob jetzt mit dem Fuß oder mit dem Kopf, das weiß ich nicht mehr. Aber über die rechte Seite, ja. In Bandorf war das. Ja, da waren wir natürlich total aus dem Häusl. Das erste Mal, dass die Arbeit, die wir geleistet haben, Früchte getragen hat. Ja, das war für das Team dann einfach nur cool, oder? Und sehr euphorisch, wer oder wann dann auch immer das Tor macht, das war damals noch nicht so wichtig. Es war also eine Euphorie, unglaublich. Die Mädchen haben sich umarmt, haben getanzt miteinander. Also wir waren das erste Mal besser. Ja. Also wir waren athletisch besser, wir waren spielerisch besser. Es ist auch nur der Selbstdisziplin der Mädchen zu verdanken, weil wir haben zum Beispiel eigene Kassetten gemacht für die Mädchen mit Musikgymnastik, Aerobik und haben das denen Spielerinnen mitgegeben. Und jede hat zu Hause gearbeitet, selbstständig gearbeitet und beim nächsten Trainingslager sind alle wieder zusammengekommen, wurde wieder getestet. Und da hat man eben gesehen, dass die Mädchen wirklich dahinter gestanden sind und auch wirklich fest mitgearbeitet haben. Nach 2:0-3 und einer 0:2 Niederlage gelang im vierten Anlauf gegen die Nachbarinnen aus Ungarn endlich der erste Sieg. Ich kann mich erinnern, dass ich damals zugeschaut habe. Historisch ist mir nicht vorgekommen, aber es war die Entwicklung der Mannschaft und dieses Resultat war irgendwie die logische Konsequenz. Der Peter hat sehr intensiv gearbeitet mit den Mädchen, sehr engagiert, hat immer mehr gesichtet, immer größeren Überblick bekommen. Der Zuspruch zur Mannschaft aus dem Sektor des Frauenfußballs war sehr positiv. Und ich glaube, dass dieser Erfolg so eine innere Triebfeder war für die Mädchen und Frauen. Wir werden das schaffen, wir machen daraus was. Das, glaube ich, war eine der wichtigen Weichenstellungen dieses Sieges. Ab 1994 bestritten die ÖFB-Frauen dann mit einer Ausnahme immer zumindest 5 Länderspiele pro Kalenderjahr. Folglich wuchs das Team immer weiter zusammen. Es war das Highlight für uns wieder zu sehen, oder? So Vorarlberg bis Wien. Und ich finde, das Klima unter den Spielern, das war auch sehr, sehr, sehr gut. Wir haben uns gefreut. Da hast du ohne das Gefühl gehabt, da gibt es jetzt irgendeinen Konkurrenzkampf. Und die Stimmung war sehr gut und wir hatten sehr viel Spaß, das muss ich jetzt echt sagen. Die Trainer haben es uns auch erlaubt, oder? Und du hörst, dass wir am Anfang mehr oder weniger auch die Leistung gebracht haben, oder? Wurde das dann auch toleriert. Und wenn sie dann das Gefühl hatten, jetzt übertreiben wir es, dann wurde man schon wieder zurückpfiffen, sagen wir so. Aber es war super klasse, die Trainingslager, die waren echt, ja,
toll. Auch vom Aufbau her, oder? Das kannte ich mir ja nicht in den Vereinen, so in dieser Art, oder? So von dem Morgentraining, Nachmittag, von der Taktik und alles und so. Also da hast du schon noch sehr, sehr viel dazugelernt, oder? Die internationale Erfahrung nahm mit den Jahren zu. Nicht nur durch die größere Anzahl an Länderspielen. Elke Scholtmeier spielte damals zum Beispiel in Italien und war die erste ÖFB-Teamspielerin, die im Ausland engagiert war. Höhere individuelle Qualität, gepaart mit mehr gemeinsamer Trainingszeit, waren ein guter Nährboden für spätere Erfolge. Wir haben Fortschritte gemacht im Training, man hat sich selbst mehr zugetraut und man ist einfach vom Training her intensiver dabei gewesen. Man hat sich selbst vorbereitet, man hat Kondition trainiert, also da hat man ja selbst auch sehr viel dazu beigetragen, das war eigentlich entscheidend. Der nächste Meilenstein folgte im Herbst 1995, als die Österreicherinnen erstmals an einer EM-Qualifikation teilnahmen. Ein Startplatz für die Euro 1997 in Deutschland wurde im B-Pool nicht ausgespielt, aber gegen Jugoslawien, Griechenland und die Schweiz ging es um den Aufstieg in die A-Gruppe. Die Österreicherinnen machten in ihrem ersten Pflichtspiel überhaupt eine gute Figur. Gegen Rest Jugoslawien übernahmen die in Weiß spielenden Gastgeberinnen im Horststadion von Beginn an das Kommando. Eine schöne Hereingabe von Gerti Stallinger verwertete Elke Scholtmeier zum 1:0. Auch beim 2:0 sind Stallinger und Scholtmeier beteiligt. Brigitte Entacher vollendet per Kopf. Der Auftakt war geglückt. Jugoslawien war eine recht starke Mannschaft. Schweiz auch. Griechenland war ungefähr in unserer Reichweite, würde ich sagen. Aber sonst kann man nicht von Haus aus sagen, die sind leicht zu schlagen gewesen. Und also die EM habe ich so empfunden, das war ein Auf und Ab an Emotionen bei den Mädchen. Als erstes Spiel gewonnen, dann wieder Niederlage, wieder Sieg, das 1:0, glaube ich, in Wolfsberg. Der 45-Meter-Schuss, auf den kann ich mich noch gut erinnern. Nach dem Erfolg gegen Jugoslawien zum Auftakt verbuchten die Österreicherinnen noch zwei weitere Heimsiege. Das angesprochene 1:0 gegen Griechenland und ein 4:3 gegen die Schweiz in Koblach. Stallinger und Scholtmeier trafen doppelt. Auswärts konnte man dann aber nicht an die Leistungen anschließen. Und so kam es im Juni 1996 in Belgrad zum Showdown um den Aufstieg. Es ist eigentlich zum Schluss so weit gewesen, dass wir gegen Jugoslawien um den Aufstieg gespielt haben. Und das war natürlich von der Anreise her ein Horror. Wir sind am selben Tag, einen Tag vorher angereist über die Schweiz und haben leider dann 5-1, ich glaube 5-1 haben wir verspielt. War sehr, sehr traurig, war eine richtig blöde Niederlage, weil es hätte uns eigentlich dann letztendlich ein Unentschieden auch gereicht. Und ja, es war für uns alle sehr enttäuschend eigentlich. Gerti Stallinger war vom ersten Länderspiel an die große Stütze des Frauennationalteams. Mit ihrer Spielweise war sie ein Vorbild auf dem Platz. Gerti Stallinger war immer ein Kämpfertyp. In der Mitte, da hat es gar nichts gegeben. Das, okay, die passt ab. Stallinger war eine Laufmaschine, die ist, glaube ich, die, also da haben wir noch 80 Minuten gespielt. Die 80 Minuten im Mittelfeld von hinten nach vorn, von vorne nach hinten. Und auch der Wille und der, im Zweikampfverhalten, das Reinschmeißen und unbedingt den Ball erobern zu wollen. Die ist verletzt worden, mit dem Akia weggeführt worden. Ja, auf der Hälfte ist von Akia oben gesprungen, ist wieder zurück. Nein, mir geht es eh schon wieder gut und hat sie nicht austauschen lassen. Ja, also die war unglaublich. Also Gerti war und eine Führungsspielerin. Ruhig, also nie irgendwie auffallend, dass man sagt, mit der hast du eine Schwierigkeit oder so. Das hat es bei ihr nicht gegeben. Stallinger wusste aber auch auf die Probleme der Anfangszeit aufmerksam zu machen und übernahm auch außerhalb des Platzes Verantwortung. Der ÖFB ist dazu mal eigentlich immer den einfachsten Weg gegangen. So richtig anerkannt war man nicht. Wir sind zwar offiziell gestattet gewesen, aber im Großen und Ganzen war man ein Nebenglied, so wie die Jugendmannschaft.
Auch Peter Leitl gibt ihr recht. Das Nationalteam hat sich in den 90ern zu einer guten Mannschaft entwickelt. Aber? Was, wie gesagt, noch einmal, nicht immer im ÖFB so anerkannt wurde, wie man es eigentlich anerkennen hätte müssen. Aber das ist normal. Es ist immer eine Geldfrage. Im Endeffekt hat es auch die Frauen betroffen. Und Gott sei Dank hat es halt dann auch Landespräsidenten gegeben, so wie im Interview der Ehrenberger gesagt hat, nicht, nein, und die Frauen haben sich das verdient und so. Und so ist es dann über ganz Österreich gegangen, dass eigentlich alle Landespräsidenten mit der Zeit auf unsere Seite gekommen sind und Gott sei Dank halt dann später die ganzen Spiele, die wir bestritten haben und Qualifikationsspiele schon bestritten haben, eigentlich alle überrascht werden, wie gut die Mädchen sich entwickelt haben. Aber es war ein langer Weg. Erstes Länderspiel, Trikot der Herren. Wie sich Alfred Ludwig beim Anblick des Teamfotos des ersten Länderspiels erinnert. Wenn ich das sehe, hat das für mich eine Erinnerung spontan. Die Mädchen tragen die Dresser der Herren-Nationalmannschaft, die damals gerade gewechselt haben für die nächste Quali. Und das war auch so bezeichnend. Ein Trikot aus den Anfangsjahren besitzt auch Rosi Wimmer noch. Was die Qualität des Trikots anbelangt, da kann ich vielleicht einen kleinen Beweis antreten. Sie waren anders. Anders als heutzutage. Wir haben das einmal als Nationalspielerinnen vom ÖFB erhalten. Wahrscheinlich waren wir in einer Trümpelung. Und da ich immer die Nummer 7 getragen habe, habe ich mir auch das Leiberl mit der Nummer 7 genommen. Und wie man sieht, das war noch etwas Gewichtiges im wahrsten Sinne des Wortes. Da wusste man, man hat den Label an, man trägt etwas, das man mit Stolz getragen hat, muss ich auch dazu sagen. Doppelt, dreifach, wir waren für damalige Verhältnisse, bin ich der Meinung, gut ausgestattet. Man wusste alles zu schätzen, von Schuhen, Trainingsanzüge, Leiberl. Also ich bin mir da nie unterbemittelt vorgekommen. Mit den Jahren wurde nicht nur die Ausrüstung besser. Mehr und mehr Funktionäre und Landesverbände erkannten das Potenzial des Frauenfußballs. Ich finde schon, dass es dann vom ÖFB auch immer professioneller den Damen gegenüber gehandhabt worden ist. So mit dem Betreuerstab oder mit den Trainingslagern oder dass man vielleicht doch einmal einen Tag früher angereist ist oder einen Tag später zurückfahren hat können. Weil es war am Anfang für uns Spieler war das schon sehr eine große Herausforderung, weil wir haben ja das alles in unserer Freizeit gemacht. Wir haben den ganzen Urlaub für den ÖFB geopfert, oder? Wir alle waren berufstätig. Ich habe meinen gesamten Urlaub nur für den Fußball aufgebraucht. Und das war auch eine Einteilungssache. Wir haben das in Kauf genommen. Für uns war das schon etwas Außergewöhnliches. Die Kosten im Nationalteam, die Anreise, die wurden dir ersetzt. Ich kenne Fußball nur, mir hat Fußball nur Geld gekostet. Ich habe es als Hobby betrachtet und habe mir immer gesagt, ein Hobby kostet Geld, kostet mir auch Fußball Geld. Rosi Wimmer war mehrmalige Kapitänin des Frauennationalteams und genoss bei den Spielerinnen und Betreuerinnen großes Ansehen. Die Rosi Wimmer war eine feine Technikerin, würde ich sagen. Obwohl sie auch den Willen gehabt hat, auch viel gelaufen im Spiel, den Willen gehabt hat, zu gewinnen. Sie war die Kleinste auch, muss man dazu sagen. Das heißt, sie hat also diese Vorteile, was sie gehabt hat, sie war laufstark. Sie ist also wirklich, sie ist sehr laufstark gewesen. Wimmer wurde anlässlich ihres Karriereendes auf ganz spezielle Weise geehrt. Der Zahn der Zeit hat auch an mir genagt. Es stand auch keine internationale Qualifikation momentan an. So ist der Entschluss gefasst worden, ich höre auf. Und dann ist es eben darum gegangen, vielleicht gelingt es, ein Abschiedsspiel zu organisieren. Und da bin ich in meiner Heimatgemeinde, dem Freizeitclub Sachsen, sehr dankbar, die es tatsächlich geschafft haben, für mich dieses Länderspiel zu organisieren. Ist kein leichtes Unterfangen. Am 29. September 1996 führte Wimmer das Team beim 4:0 gegen Slowenien letztmals als Kapitänin aufs Feld. Dass sie schon früh mit Seitenbandriss ausschied, war nicht geplant. Das schmerzhafte Ende, das ist über die gesamte Karriere gesehen auch nur eine Lappalie.
Es hätte nicht sein müssen, aber war vielleicht die Bestätigung, dass ich doch aufgehört habe. Aber die Zeit, die ich im Nationalteam verbracht habe, die macht mich noch heute stolz, dass ich da dabei sein durfte. Ich war eben da von den Anfängen mit dabei, habe Leute kennengelernt als Trainer, in erster Linie den Peter Leitl. Teamchef Peter Leitl absolviert insgesamt 27 Spiele als Teamchef des Frauennationalteams und setzt dem neue Impulse. Die ÖFB-Frauen machten in dieser Zeit Fortschritte im körperlichen und taktischen Bereich. Elke Scheubmeier ist aber auch die menschliche Seite des Trainers in Erinnerung geblieben. Peter Leitl und die Evelyn Leitner, die sind schon größtenteils dafür verantwortlich, dass der Frauenfußball in den Anfängen überlebt hat, sage ich jetzt mal. Mein erster Trainer war ja der Gludowatz und dann ist ja der Peter gekommen. Und die haben sich schon sehr für uns eingesetzt, was jetzt sie mitgekriegt haben, so ein bisschen auch gegen den ÖFB geredet oder ein bisschen gegen die Kritiker geredet und sich für uns eingesetzt. Und das war zur damaligen Zeit wahrscheinlich auch sehr notwendig, weil dann sonst wäre es vielleicht gekippt und dann wäre das Projekt gestorben oder so. So streng wie er war im Fußball, so sozial war er auch den Spielern und so gegenüber, zu erzählen eine Geschichte, weil wir haben da in Koblach ein Länderspiel gehabt gegen die Schweiz, Europameisterschaft Qualifikationsspiel und das war am 50. Geburtstag meiner Mutter oder einen Tag nach dem 50. Geburtstag meiner Mutter. Ich konnte da nicht zu Hause sein. Und dann hat er vom ÖFB einen Tag vorher einen Blumenstrauß zu meiner Mutter geschickt, alles Gute zum Geburtstag, hat uns alle in den Bus reingesessen und dann sind wir die ganze Mannschaft am Geburtstag meiner Mutter zu meiner Mutter nach Hause gefahren, haben uns im Stiegenhaus ausbreitet und er hat sich die Tür aufgemacht, die hat verspeint, oder? Und dann haben wir den Kaffee und Kuchen und dann sind wir wieder nach Hause, oder? Aber da hat er gesehen, wie wichtig das jetzt ist, oder? Für die Mannschaft, für mich, für die Mama oder wie immer und ja, das war auch... Das war auch der Peter, muss ich auch sagen. Ja. Und am Tag danach haben wir 4-3 gewonnen. Am 5. Oktober 1997, beim 2:0 Heimsieg gegen die Slowakei, stand Leitl und Assistentin Eveline Leitner letztmals an der Seitenlinie. Ich habe das analysiert, hat es noch einen Sinn. Ich war dann in der Zwischenzeit 5 Jahre in dieser Tätigkeit praktisch verankert. Ich sage so, wenn man über die Mädchen oder über die jungen Frauen immer redet, da muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist einmal, dass Frauen die Eigenschaft haben, eine Position oder irgendetwas zu erreichen, solange arbeiten sie irrsinnig diszipliniert und locker auf das hin. Aber sie haben die unangenehme Eigenschaft, wenn du zum Beispiel nachher die Position erreicht hast, ja, und jetzt fast sicher weißt, die rechte Position, da gibt es keine zweite, die man die Position wegnimmt. Da kommen dann manchmal kommt Sand ins Getriebe. Das war dann alles so ein Punkt, wo wir gesagt haben, es soll ein anderer probieren, anders soll es machen. Der Weber Ernstl hat es ja dann übernommen. Missen möchte der erste Teamchef des Frauennationalteams, die Zeit aber auf keinen Fall. Gemeinsam mit den Spielerinnen aus der damaligen Zeit zählt er zu den Pionieren des Frauenfußballs in Österreich. Auch die obersten Funktionäre des ÖFB waren und sind sich der Verdienste der Generation um Peter Leitl, Gerti Stallinger und Rosi Wimmer bewusst. Natürlich stehen die heutigen Teamspielerinnen indirekt auf den Schultern dieser Generation. Diese Generation hat wirklich die Pionierschritte geschafft. Er hat den Mut gehabt, das zu übernehmen und daraus engagiert was zu machen. Ohne seine Pionierarbeit hätte der Ernstl Weber nicht so auf so etwas aufbauen können. Und so geht der eine ins andere über. Also die Kette Leitl, Weber, Thalhammer, die war schon was. 1990 wurde mit dem ersten offiziellen Länderspiel der Grundstein für die mittlerweile 30-jährige Erfolgsgeschichte des Frauennationalteams gelegt. Der Weg bis zur Anerkennung war für Gerti Stallinger und ihre Kolleginnen hart und steinig. Heute sind sie längst Pionierinnen und Wegbereiterinnen ganzer Generationen. 12 Siege aus 40 Spielen holen die Österreicherinnen in den 90er Jahren. Die letzten 3 davon beim Slowakia Cup 1998, wo die Österreicherinnen sogar die inoffizielle Turnierwertung gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits die Ära
von Ernst Weber angebrochen.